Dankeschön. Guten Abend. Hui. Keine Angst, ich bin nicht allein da. Der Johnny hat es leider vorher draußen gerade noch schnell unter der Radtrax geschnetzelt. Wir freuen uns riesig, dass wir die dritte Selektion. Jesus. Deine Frau. Ich habe hier oben keinen Empfang. Wir haben am heute. Deine Frau ist am Telefon. Das kann nicht sein, ich habe hier oben nie Empfang. Bei dieser Nummer hast du überall Empfang, nimm ab, du Aff. Schatz? Ich bin gar nicht gut, ich bin der Sendung. Nein, was? Die Kleine füßelt sie. Ja, weißt du, machst du ein Foto, ist gut. Machst du ein Foto und dann schickst du mir ein SMS. Ja? Okay, ja, ciao, ciao, amore. Ja, ciao. Tiamo, ja, ja, tiamo. Je t'aime, ja. I love you. Te quiero, ja. Muss man halla, muss man halla, halla, muss man halla. Ja, ja. Das war meine Frau. Ja, ich weiß. Fatima heisst sie. Ja, Entschuldigung. Nein, es war wirklich meine Frau. Wir haben eben ein Töchterli jetzt. Eineinhalbjährig. Ja. Ja. Sie, ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe so Freude an diesem Kind. Ich habe das völlig. Und sie sind auch noch rosa jetzt. Sie sind, gestern sind wir im Schnee mit den Kleinen. Ich habe auch eine Scheissfreude gehabt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe geschaufelt. Und gebackert. Und geschaufelt. Jetzt finden wir sie nicht mehr. ja. Sorry. Nein. Wird dann im Frühling wieder vorkommen. Ich freue mich riesig, vor allem, dass der Johnny, mein Gabaret-Partner, das ist nicht selbstverständlich, er hat sich so mitgefreut, als ich Vater geworden bin. Das ist nicht selbstverständlich, er hat die Gefühle sich gezeigt, ich habe das so schön gefunden. Hallo. Deine Frau. Schon? Ja, schon wieder. Was ist das? Nein, ist noch nie gekommen. Nein, du musst senden drücken. Sie. Der Manu ist echt ein guter Freund von mir, wirklich. Aber seit der Papi ist, habe ich echt ein Problem mit dem am Tag fünfmal, sie haben es jetzt erlebt, fünfmal. Hey Schatz, schlaf die Kleine, kannst du mir ein Foto schicken? Und dann der schlimmste Satz, weisst du, Johnny will es anschauen. Sie, der Goff, sieht jeden Tag gleich aus. Ja, ich meine es nicht mehr. Ich habe Kinder gern, aber jedes Mal, wenn Kollegen, sobald sie Väter sind, dann haben sie das Gespür nicht mehr. Sie spüren nicht mehr, dass einem nicht wundert. Sassies! Yes. Schau, da ist die Kleine. Yeah. Schau mal da. Da, schau mal. Ui, da haben wir sie aus Versehen getemplert. Ja! Yeah. Hat aber schöne Krüsel yeah, gegeben. Yeah. Siehst du, was haben wir noch da? Haben wir noch, nein, das nicht. Da haben ah, wir doch, noch zeig doch das. Nein, das ist jetzt nicht. Ja, warum hast du das Film von Vince Ebert? Nein, jetzt sind wir das Töchter. Ich bin ja total Fan von Vince Ebert. Jetzt sind wir das Töchter ja. Anschauen. Das ja, Entschuldigung, ich frage die Leute, was sie sehen wollen. Nein, nein, nein. Entschuldigung, können vielleicht all die, die jetzt den Vince Ebert sehen wollen, schnell aufstrecken, bitte? Ja. Ja, das ist ein Ich-Fall. Ja. Dann können vielleicht all die, die lieber im Mann und sein Töchter sehen wollen, schnell den Handstand machen. Nein! Voilà. Sie haben sich entschieden für einen Vince Ebert. Ja. Es ist eine gute Wahl. Ich freue mich. Unser Physiker aus Deutschland, der Vince Ebert.